Detlef Rüsing aus dem Dialogzentrum Demenz. Sie werden nicht überrascht sein, aber diesmal ist es kein neues Demenzei oder etwas anderes, ein neues Produkt aus dem Dialogzentrum, sondern es ist tatsächlich heute, dieses Video machen wir deshalb, weil es der Abschluss des Dialogzentrums ist. Wir hatten es ja schon mehrfach angekündigt und das hier ist quasi unser Abschiedsvideo als Team des Dialogzentrums. Im Mai 2005 haben wir damals mit drei Leuten das Dialog- und Transferzentrum Demenz gegründet. Wie Sie wissen, wir sagen das in jedem Video, finanziert von den Pflegekassen NRW und dem Gesundheitsministerium NRW. Und wir sind für fast 14 Jahre gefördert worden. Wir wollen dieses Video nutzen, um uns zu verabschieden, um natürlich auch nochmal Danke zu sagen. Und wir verstreuen uns jetzt hier im Team sozusagen in alle Winde. Und darum kommt gleich jeder, der möchte, hier aus dem Dialogzentrum noch einmal zu Wort. Also wie gesagt, vor 14 Jahren sind wir gestartet. Wir haben im Laufe dieser 14 Jahre versucht, das Konzept immer stärker zu erweitern, aber auch zu fokussieren an verschiedenen Stellen. Wir haben Dinge anders gemacht. Es ging einfach darum, den Wissenstransfer zu befördern, den Wissenstransfer im Bereich der Versorgung Demenzerkrankter. Wir sind bis zum heutigen Tage der festen Überzeugung, dass das dringend notwendig ist, das zu tun. Und das zeigen auch Ihre Reaktionen. Trotz und alledem, am 31.12. dieses Jahres ist Schluss mit dem Dialogzentrum. Ich habe das schon mal in meiner Ankündigung eines anderen Videos gesagt. Die Landesinitiative Demenzservice NRW wird es ab Januar 2019 in der Form nicht mehr geben. Die wird umstrukturiert von den Förderern. Und in diesem Zusammenhang gibt es keine Landesinitiative Demenz mehr, sondern es wird eine andere Struktur der Unterstützung von Menschen, die älter sind oder alt sind und Pflege benötigen. Das heißt, es geht laut Ministerium und laut der Pflegekasse um eine Erweiterung dieses Aufgabenbereiches. Nichtsdestotrotz ist ein Dialogzentrum mit dem Schwerpunkt auf den Wissenstransfer im Bereich Demenz dieser Erweiterung zum Opfer gefallen, was nichts anderes bedeutet, als dass wir Ende dieses Jahres schließen. Wir schließen ohne Groll, wir schließen, weil wir 14 gute Jahre hier hatten, weil wir 14 Jahre finanziert worden sind von Ihnen, von den Bürgern des Landes NRW, denen sind wir zum allergrößten Dank verpflichtet. Wir sind, und das will ich auch nochmal sagen, wir bedanken uns natürlich bei all den Kollegen, die im Laufe dieser 14 Jahre für das Dialogzentrum gearbeitet haben. Das waren eine Menge Leute, die mitgearbeitet haben, die als wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Dialogzentrum waren. Ganz besonders möchte ich mich noch einmal bedanken bei Frau Professor Christel Bienstein, die sozusagen unsere Chefin hier war, die Chefin der Pflegewissenschaft hier an der Universität Wittenherdecke war und selbst in diesem Jahr in den wohlverdienten Unruhestand gegangen ist. Ohne Christel Bienstein und ihre schützende Hand über uns wäre das nicht möglich gewesen, was wir hier gemacht haben. Und wir alle, ich glaube, da kann ich für alle Kolleginnen und Kollegen sprechen, sind selbst zumindest einigermaßen zufrieden mit dem, was wir hier gemacht haben. Auch von mir ein letztes Hallo von dieser Stelle. Ich bin Georg Franken. Wie Sie sehen, wie ihr seht, ich bin erkältet. Ich halte es also kurz. Im Februar würden es 5 Jahre sein, die ich hier am DZD bin. Es war eine interessante Zeit mit spannenden Themen und ich hoffe, dass sie auch für euch spannend waren und weiterhin sind. Wenn es Fragen, Anmerkungen, Kritik gibt, bin ich weiterhin erreichbar unter mail@georg-franken.de. Ich würde mich freuen, wenn es noch Anmerkungen gibt. Ansonsten wäre es schön, wenn wir uns irgendwann mal wiedersehen in einem anderen Zusammenhang. Denn ob es jetzt das DZD gibt oder nicht, was letztlich zählt, ist, dass Menschen mit Demenz ein aus ihrer Sicht gutes Leben führen können. In diesem Sinne, tschüss. Hallo zusammen, mein Name ist Markus Klug. Es ist schon ein komisches Gefühl jetzt, nach über 6 Jahren beim Dialog- und Transferzentrum Demenz hier an der Universität Wittenherdecke, dass jetzt sozusagen die Klappen runtergehen und es beendet ist, das Ganze. Ich finde, das muss man erstmal so verarbeiten. Gleichwohl bestand mein Abenteuer beim DZD darin, die Inhalte aufzubereiten, und zwar in multimedialer Form. Dazu gehörten viele Blogbeiträge, dazu gehörte ein Hörspiel, dazu gehörten Audioformate und natürlich auch zahlreiche Videos. Das hat mir eine Menge Freude gemacht und vor allem die Themen waren doch sehr unkonventionell, weil ich halt vorher auch schon mal in der Unternehmenskommunikation im Immobilien- und Architekturbereich unter anderem gearbeitet habe
Und da hatte ich zum Beispiel in der Immobilienwirtschaft mit A-, B- und C-Lagen zu tun. Und hier dann plötzlich beim DZD mit solchen Themen wie Wahn- und Halluzinationen, Schreien, Rufen und derartige Dinge. Also völlig ungewöhnlich für mich, weil ich hatte erstmal so die Vorstellung, da geht es dann mehr um Neurobiologie und Medizinforschung. Und was mich dann erwartet hat in der Pflege, war ein ganzer Parallelkosmos auf der Inhaltsebene, den ich so noch nicht kannte. Und dieses Abenteuer des digitalen Wissenstransfers wird mich auch im nächsten Jahr begleiten. Wohin genau? Das wird mit Sicherheit ein Abenteuer. Ich nenne das ein Wissensabenteuer für die digitale Zukunft. Und wenn du oder ihr wissen möchtet, wie es bei mir weitergeht, dann könnt ihr auch einmal auf meiner Webseite vorbeischauen. Die lautet www.markusklug.de. Ich werde übrigens mit C geschrieben. Ich wiederhole noch einmal www.markusklug.de. Und ich bedanke mich für die tollen Jahre mit euch, mit Ihnen, den vielen Austausch aus den unterschiedlichen Social-Media-Kanälen bei uns, die tollen Tagungen, die wir gemacht haben, auch die letzte, wenn nicht ganz so viele Leute da waren, so war es doch, finde ich, nochmal ein schöner Abgang. Und in diesem Sinne freue ich mich, Sie vielleicht irgendwann mal wieder zu hören. Dankeschön. La 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 la, ich möchte so gern, tralali, tralala. Okay. Der Uni bleiben. Ich möchte immer. Ja. Ja, ich möchte mich auch verabschieden und zugleich auch nochmal vorstellen, Christian Müller-Hergel. Ich mache sozusagen den Schluss im Reigen der Abschiede. Ich bin seit 25 Jahren jetzt mit dem Thema Demenz unterwegs. Erst in der Praxis, dann am Mannwerk-Institut in Paderborn, dann hier an der Universität. Und weiterhin beschäftigt mich eigentlich die Frage, wie man eine gute Pflege, eine gute Versorgung, einen guten Umgang mit Menschen mit Demenz sichern und praktizieren kann. Hier im Dialogzentrum Demenz waren wir immer gnadenlos parteiisch, wie der liebe Detlef das so sagt. Wir waren nicht nur eine Informationsbörse und wir haben nicht nur Wissen vermittelt, sondern wir haben auch für was gestanden. Und das ist selten und kostbar. Insofern schade, dass es uns in dieser Form nicht mehr geben wird. 26 Newsletters haben wir durch die geschafft, viele Papiere entwickelt, zu vielen Themen Stellung bezogen. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass wir diese Zeit haben können. Also dass uns auch das Land und die Pflegekassen diesen Rahmen gegeben haben. Ja, ich hoffe, wir werden uns in der einen oder anderen Form nochmal wiedersehen. So ganz kommt man von dem Thema ja nicht los, wenn auch in etwas veränderter Gestalt. Und dazu möchte ich jetzt nochmal weitergeben an meinen Kollegen, der dazu noch eine kleine Ankündigung mitzugeben hat. Ja, es macht ein wenig den Eindruck, als ob es uns beide nur noch im Doppelpack gibt. Ja. Wir haben im Jahr 2005, im Mai 2005 habe ich gesagt, das Dialogzentrum gemeinsam gegründet. Wir schließen es mit den Kollegen gemeinsam in diesem Jahr und im Moment sieht es so aus, und das ist der Grund, warum wir beide hier zusammensitzen, um uns zu verabschieden, sieht es so aus, als ob wir beide ab dem April des nächsten Jahres, also ab dem April 2019 an der Hochschule Osnabrück, ein neues Institut gründen werden. Und auch dieses Institut wird sich im weitesten Sinne dem Wissenstransfer und der Implementierung von Wissen im Bereich der Gerontopsychiatrie widmen. Also, wir schauen einmal, schauen Sie auch, bleiben Sie uns gewogen. Ich sage es nochmal, aller Voraussicht nach, wir sind jetzt noch in Verhandlungen, aller Voraussicht nach ab dem April 2019 wird es ein neues Institut. Wie genau das heißen wird, steht noch nicht hundertprozentig fest. Zum Wissenstransfer im Bereich der Versorgung von Menschen mit Demenz an der Hochschule Osnabrück und dort im Speziellen am DNQP, am Deutschen Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege, also dort, wo auch jetzt der letzte Expertenstandard Demenz hergekommen ist oder die diese Expertenstandards machen, dort werden wir dieses Institut aller Voraussicht nach gründen. Also, es ist wie immer, um einen meiner Lieblingsautoren zu zitieren, ja, Oscar Wilde, am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, ist es nicht das Ende. In diesem Sinne, mehr kann man dazu nicht sagen. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.